Vor 4 Jahren wurde es gegründet, das Aldi-Kunsthaus in Velbert-Langenberg. Der Name ist Programm. Das war wirklich mal ein Aldi-Markt. Und inzwischen wird da vieles geboten, was ja Aldi-Kunst zu bieten hat. Vielleicht aber nicht mehr lange, denn der Verein hat Geldsorgen. Henrike Modest, die war heute da für uns und sie ist gleich mal in eine Dada-Probe geplatzt. Man reflektiere 3 Minuten über die Psychose schlecht behandelter Optik. Klinisches Symptom primär, Unterschätzung der Damenseidenstrümpfe, sekundär Verdauungsbeschwerden. Also tote Hose herrscht hier nicht, ganz im Gegenteil. Thomas Anzenhofer und Martina Mann proben ein neues Stück, das hier im Rahmen eines Dada-Abends laufen soll. Am Wochenende wurde eine neue Ausstellung gehängt und einige Velberter sind auch gekommen. Das mag jetzt einfach daran liegen, dass das Fernsehen heute da ist und das auch in der Zeitung angekündigt wurde. Aber immerhin, es spricht dafür, dass den Langenbergern ihr Kunsthaus wichtig ist. Ja, Frau Backhaus, warum ist das so? Warum ist Ihnen das hier wichtig? Ja, das Aldi-Kunst ist ein Riesenzugewinn für unseren Ort hier in Langenberg. Die Veranstaltungen sind hochkarätig und vielseitig. Ich bin großer Fan von den Konzerten und Kabarett und der Vinylabend liegt mir ganz besonders auch am Herzen. Schöne alte Platten. Ja, genau, für Plattenfreude und auch das Tanzbein darf gerne geschwungen werden. Was schätzen Sie hieran? Ja, an diesem Haus ist diese schnuckelige Umgebung, wo man also den Künstler anfassen können. Wissen Sie, wenn Sie in eine große Halle gehen, dann sind da große Bildschirmen und dann müssen Sie auf den Bildschirm gucken, um wirklich den Künstler zu sehen, der ganz da vorne auf der Bühne steht. Ja, da kann ich auch zu Hause bleiben, da kann ich mich vor den Fernseher setzen. Wenn ich hier reingehe, dann komme ich hier rein, dann gehe ich an die Theke, hole mir ein Bier, bestimme selbst den Preis, was das Bier kostet und dann gehe ich in den Saal und da kann ich den Künstler anfassen. Seit gestern hängen hier 25 Bilder des Velberter Künstlers Reinhard Fingerhut. Vorher im Landtag, ist das kein Absturz, jetzt hier auf dem Dorf, sag ich mal, auszustellen? Nein, gar nicht. Es gibt nicht groß und klein im Sinne von politisch wichtig oder gesellschaftlich wichtig. Der Landtag ist eine Repräsentation für die Bevölkerung und bei Aldi repräsentiert sich auch der Querschnitt der Bevölkerung. Und wenn man sie nicht in beiden Ebenen kapiert, dann kapiert man gar nichts. Sowohl die Künstler als auch die Velberter schwärmen also von ihrem Aldi-Kunsthaus. Die Besucherzahlen der letzten Jahre, die stimmen auch. Trotzdem ist das Ding in finanzielle Schieflage geraten und es droht sogar die Schließung. Norbert Bauer, künstlerischer Leiter hier, macht auch ein bisschen einen bedröppelten Eindruck, obwohl er sehr lustig aussieht. Die Kampfhandschuhe, die verstehe ich ja noch. Was heißt der Hut? Der Hut, damit beziehe ich mich auch auf Dada, 100 Jahre Dada. Also im Endeffekt der Bischofshut von Hugo Ball. Und ist aber auch ein Geschenk von einer Künstlerin, die mir damals damit ausdrücken wollte, dass wir quasi wie die Mutter für die Künstler sind. Sie sind die Mutter, trotzdem sind Sie pleite. Ja. Woran liegt's? Was ist schiefgelaufen? Das liegt einfach an den großen Räumlichkeiten. Wir haben es war keine Miete zu bezahlen, das ist die LEG, von der LEG gesponsert. Aber wir müssen jedes Jahr etwa 40.000 Kosten aufbringen für Grundsteuer, für alles, was ein Apparat einfach mit sich wirkt. Und das ist einfach über Eintrittsgelder nicht zu schaffen. Was wünschen Sie sich denn, damit es weitergeht? Wir brauchen dringend Unterstützung, sowohl von der Stadt als auch aus der Bürgerschaft und von den Unternehmen hier, weil wir sind ein weicher Wirtschaftsfaktor und wir sind gut und deswegen muss Aldi auch weitergehen. Jetzt gab es ja schon Unterstützung vom Bürgerverein, der hat nämlich einen Brief geschrieben an die Langenberger mit der Bitte zu helfen. Hat sich schon was getan? Ja, das hat einen totalen Stimmungsumschwung gegeben. Ich bin selbst davon so begeistert gewesen, dass wir erstmalig richtig gespürt haben, dieser Ort steht hinter uns. Und es ist mir wirklich gelungen, in den letzten 14 Tagen 8 Firmen zu finden oder auch Privatleute, die gesagt haben, okay, wir geben euch 1.000 Euro, manche auch 3.000 Euro pro Jahr. Und dann auch noch über 3 Jahre sich verpflichtet haben, um zu sagen, damit könnten wir die Basis schaffen. Also, noch sind hier alle guter Dinge und ich glaube, die Velbert-Langenberger werden alles dazu tun, ihr Aldi-Kunsthaus zu behalten. Ja!